Hallo? Versteht man was? Ah ja, es geht. Wir sind ganz wenige, wie man sieht, nach dieser wunderbaren, eigentlicher Frauenpower mit einem tollen Mann, der wunderbar gesungen hat, sind wir jetzt ganz klein und bescheiden mit unserer Geige dagegen. Ich hoffe, es macht aber trotzdem auch ein bisschen Freude, unsere drei kleinen Liederchen, die wir vorbereitet haben. Danke. Neben mir steht, ist ein kleines Mädchen aus Kurdistan und die noch nicht ganz so lange Geige spielt und darum die ersten beiden Stücke nicht mitgespielt hat. Aber ich denke, sie ist trotzdem ganz glücklich, dass sie heute Abend bei uns ist und mitmachen darf. Thank you.
Ja, auch wir begrüßen alle ganz herzlich. Wir werden dieses Jahr das Weihnachtskonzert auch mal wieder zu viele von euch kennen die Konstellation schon. Mein Mikro ist ganz toll gerade. Ja, wir sind Four Voices und wer uns schon kennt, dem fällt jetzt was auf. Und zwar stehen wir hier vorne ausnahmsweise mal alle zu viert in der Reihe. Genau, normalerweise sitzt Johanna am Klavier, aber dieses Weihnachtskonzert ist für uns was ganz Besonderes. Und zwar ist das vorläufig unser letztes öffentliches Konzert, weil wie man das so kennt, wir machen jetzt bald Abi und alle haben verschiedene Pläne, wollen woanders hin. Und genau, den Moment möchten wir jetzt einfach nochmal auskosten. Dafür haben wir uns Hilfe vom David geholt, der uns heute dann ein bisschen begleitet. Und ja, wir hoffen, es gefällt euch. More than words, la-di-da.
Guten Abend, wir sind der WU Kurs 9 und wir haben, also der erste unserer zwei Beiträge ist ein kleines Experiment. Und zwar machen wir an einem Wettbewerb mit vom MDR Kultur. Und zwar sollen wir das bekannte Stück Halleluja von Friedrich Händel, sollen wir praktisch ein bisschen umändern, also ein bisschen was daraus machen, halt kreativ werden. Und zwar haben wir halt dazu noch ein anderes Halleluja-Stück verbunden und das dann halt noch ein bisschen weihnachtlich ausgeschmückt. Also wir haben in unserer Idee Händels Halleluja aus dem Jahr 1741 mit einem ebenfalls weltberühmten Halleluja aus der Gegenwart, also um genau zu sein 1984, so verknüpft, dass wir eine Art Zeitreise entworfen haben. Also von dem Halleluja Händels aus der Barockzeit vor circa 270 Jahren in die Gegenwart und wieder zurück und das innerhalb kürzester Zeit. Also gut, das wäre dann erstmal unser erstes Stück und wir wünschen natürlich viel Spaß bei unserem Vortrag. Unser zweites Stück ist Jingle Bell Rock, also ein bisschen rockigere Version von Jingle Bell. Ja, damit euch natürlich auch viel Spaß.